Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Days Gone. So, nach Lost Lake geht es, nachdem wir jetzt alle Horden diesseits der Berge vernichtet haben. Was aber noch lange nicht alle sind. Also es fehlen sogar noch ein paar. Es wurden halt nicht alle angezeigt, aber die, die für die optionale Mission waren, die schon, und die wollte ich dann auch erledigen. Erst hatte ich überlegt, nein. Oder eigentlich erst ja, dann nein. Jetzt haben wir es einfach erledigt. Problem gelöst, und es hat auch nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe, da ich für jede Horde eigentlich mindestens eine Folge eingerechnet hatte. Aber wir hatten teilweise in einer Folge drei Horden. Das war easy. Der Baum. Also ich fahr mal kurz hier rein. Jetzt ist das aber so ein bisschen beruhigt. Vielleicht auch ein paar Vorräte holen. Immerhin. Du hast so viel für das Camp getan. Ist Krieg angesagt. Wie lange das verpixelt bleibt. Copeland's Camp. Jagd auf Leon. Das sieht ja doch besser aus, als ich dachte. Vielleicht wäre das sogar das Richtige. Ich meine, der sieht. Hallo. Alter. Der hält uns ja für irgendwie so dämonisch. Könnten wir das doch. Oh. Das ist kein Leben. St. John Beutejäger. Ein Offizier und Gentleman. Diamond Lake. Ich nehme das mit den Dingens hier. Er ist mein Bruder. Okay. Bis bald. Sehr gut. Also. Schön, dich zu sehen. Ah ne, wir sind hier noch nicht fertig. Ich komme bald wieder, Manny. Sieg, wie geht's dir? Hey Damon, was macht das Leben? Darf es sonst noch was sein? Komm jederzeit wieder. Danke, Deacon. Hey, Deke. Was macht die Außenwelt? Jesse, wie geht's dir? Oh, okay. Wir haben hier schon Stufe 3, ne? Hör mir mal zu, ja? Pass auf dich auf. Klar. Danke. Warum ist das Tor immer noch offen? Hey, ist die bescheuert? Wie läuft der Waffenhandel? Verdammt, ich muss da durch. Yeah.
Kommst hier aber sehr nah ran. Alles scheint bereit zu sein. Ja. Ricky hat das hier für das Lenkrad gebaut. Wir fahren direkt vor ihre Tür. Springen und tschüss, Miliz. Okay, willst du das wirklich machen? Ich meine, das ist eine ganz schön weite Fahrt mit nur einem Arm. Arschloch. Hör zu, Busa, wir wissen beide, dass wir wahrscheinlich nicht zurückkommen. Ja. Das spart mir wenigstens den Rückweg. Scheiße, ja, ich will das. Nur eine Sache noch. Ja. Nur echte Biker würden so eine Kamikaze-Aktion durchziehen. Nur wir. Yep. Sehen wir es durch, oder was? Auf jeden Fall. Sieht aus, als würde Ricky doch noch kommen. Was geht ab, Deke? Schöne Jacke. Steht hier echt gut. Ricky, Eddie. Das ist echt toll, aber Busa und ich, wir müssen uns über das kümmern. Spricht sich rum. Du hast mehr Leute erreicht, als du dachtest, Deke. Ich sag's ja, du schaffst das nicht allein. Das ist verrückt. Oh, keine Sorge. Sie tun es nicht für dich. Sie tun es für ihn. Für Iron Mike! Iron Mike! Yeah! Iron Mike! Yeah! Iron Mike! Yeah! Iron Mike! Yeah! Oh, und ich hoffe, es war okay. Ich habe deine Freunde im Norden informiert. Als sie hörten, dass wir kämpfen wollen, ließen sie sich nicht aufhalten. Ich habe gehört, ihr plant eine kleine Ausfahrt. Und zeig diesen Miliz-Arschlöchern, dass wir uns nicht rumkommandieren lassen. Und weil du es bist, dachten wir, wir kommen mit. Ihr seid sehr willkommen. Manny. Hey, Deke. Bedeckt halten? Bedeckt halten, hart arbeiten, dafür geben sie dir Essen. Schicken dich auf Botengänge. Opfern deinen Arsch. Manny, hör zu, das keine hier Chance. Ist... Keine Chance. Keine Chance. Das lasse ich mir nicht entgehen. Soll das ein Witz sein? Hot Springs? Ja, ich habe Elke informiert. Dick. Hallo, Elke. Tucker lässt ausrichten, dass sie es nicht zum Kampf schafft, aber wünschte, sie wäre hier. Jede Wette. Und dass wir hier sind, weil du uns geholfen hast. Wir wollen uns revanchieren. Alles klar. Okay, wollen wir jetzt der Miliz in den Arsch treten? Wir sind abfahrbereit. Auf in den Kampf. Alles klar. Hört zu. Der Plan ist einfach. Busa und ich schlagen am Nordtor zu. Wir jagen es in die Luft. Und dann werden sie alle zum Südtor rennen. Und ihr müsst dann einfach Ricky folgen. Ja, sind wir bereit? Was ist mit euch? Seid ihr bereit? Hör zu, ich funk dich an, wenn wir bei der Brücke sind. Wartet, bis es soweit ist. Okay, dann mal los! Nein, Mike.
die gerade alle nur kamen, weil wir Vertrauensstufe 3 hatten? Das frage ich mich gerade, weil immer kurz bevor die kamen, gab es einen Schnitt. So als nur, wenn ich das erfüllt hätte. Aber egal, jetzt sind sie da. Er hat sich geopfert. Usa, warum bist du nicht gesprungen? Ich blute, bitte, Hilfe! Du hättest springen sollen. Usa. Oh Gott, verdammt, Usa. Oh, verdammt. Ich werde jeden einzelnen von euch Dreckskerlen eigenhändig umbringen! Sarah! Ich muss zu Sarah! Ein Spezialtrupp! Verdammt! Ich muss dich nicht aufhalten! Du verfluchter Bastard! Halt durch, Sarah! Ich bin fast da! Ach, ich muss irgendwie zur Atmung. Das ist alles von der Miliz? Verriegelt! Na los!
Los jetzt! Schizo. Los! Geh da hoch und platzier die Ladungen! Ich sagte, geh verdammt! Los! Los jetzt! Oh, Schizo, dieser Dreckskerl, Schizo. Ich komme, Schizo. Okay, du willst es was auf die harte Tour. Ich muss es auf den Gipfel. Ich muss irgendwie nach oben. Flammenwerfer. Scheiße, scheiße. Flammenwerfer? Ich muss irgendwie auf den Gipfel vorbeikommen. Scharfschütze, der muss auf dem Turm sein. Oh, ich muss ihn ausschalten. Ich muss ihn irgendwie ausschalten. Ich treffe den nicht. Mal da dran. Was? Ich muss irgendwie an den vorbei. Das war's für dich. Irgendwas sagt mir, dass das gerade ein bisschen sinnvoll ist. Ey, warum stirbst du nicht? Turm sollte ich nicht bleiben. Ist er jetzt noch da drauf? Ich muss irgendwie an den vorbei. Ich muss nachladen. Ah, bin gleich. Komm schon, weiter, weiter. Ja. Mal locker bleiben.
brauche Munition, das ist Ricky, hörst du mich? Dick? Wir haben sie! Wir haben sie! Dick? Dick? Ricky! Ricky! Oh, mach ihn die Hölle heiß, Ricky! Brenn sie nieder! Ja, geschafft! Oh, Scharfschützen, verdammt! Wer hat denn hier eine Granate geworfen? Verdammt. Oh, der Kampf ist hart. Der ist sehr, sehr hart. Ja, geschafft. Endlich. Halt durch, Sarah. Oh, Scharfschützen, verdammt. Zu. Scheiße, soll ich uns etwa in die Luft jagen? Gott verdammt, hörst du das? Beeilung! So, alles bereit. Okay, wie viel ist das? Genug. Dann zurück zum Colonel. Na los. Captain Sarkozy, bitte melden. Wir. Kommt Flieger auf. Wie viel Sprengstoff haben Sie platziert? Captain, wir hatten einfach nicht genug Zeit. Scheiße! Wie viele? Drei, Sir! Okay, okay. Ich gehe zu Vivo und hol mir den Zünder. Sie bewachen den Eingang, verstanden? Hier darf keiner rein! Ja, Sir. Verstanden, Sir. Hier kommt keiner rein. Und den anderen Kanal benutzen. Der wurde vielleicht geknackt. Skizzo. Verfluchter Mistkerl. Drei Sprengsätze. Muss ich finden. Und den Schärf. Da ist eine. Ich muss sie entschärfen. So. Okay, verdammt.
Wo sind die anderen? Ich komme, Skizzo. Warte auf mich. Sieht so mega tief aus. Hier ist die zweite. Komm schon, Scheißteil. So, okay, das sollte gehen. Jetzt noch eine. Eine muss ich noch finden. Fast geschafft, Skizzo. Fast geschafft. Hier ist sie. Vorsicht, Vorsicht. Oh, das war's. Puh. Das war's. Sorry. Heute jagst du hier gar nichts in die Luft, Skizzo. Heute nicht. Wo versteckst du dich? Hm? Ich würde aber sagen, wir machen hier ein Folgenpäuschen. Ich weiß, das ist blöd, aber wer weiß, wie lange das alles noch dauert. Und jetzt ist gerade ein ruhiger Moment. Also, bis morgen zur nächsten Folge. Ciao.